Die Spitzen des RBB stehen weiter massiv unter Druck, nachdem die ARD-Intendanten der Führung das Vertrauen entzogen haben. Der RBB-Redaktionsausschuss fordert den sofortigen Rückzug der Geschäftsleitung. Zuvor gab es wieder neue Vorwürfe und weitere personelle Konsequenzen. So trat die Vorsitzende des RBB-Rundfunkrats Friederike von Kirchbach zurück. Die Pfarrerin war ins Gerede gekommen, weil sie unter anderem Führungskräfte des RBB getraut haben soll. Auch um die abberufene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger gibt es neue Fragen zur Personalpolitik. Demnach sollen vermeintlich ausgeschiedene Mitarbeiter weiter bis zu 700.000 Euro kassieren.